Der besorgniserregende Notruf einer jungen Frau alarmiert nicht nur Stefan Sindera und Paul Richter, sondern auch die Kollegen Florian Winter und Justin Böttger. Als die Beamten auf dem verlassenen Gelände eintreffen, überschlagen sich die Ereignisse. Oh, Scheiße. Hey, komm. Alles gut, hey. Warte, ich hol mal. Bleib mal liegen. Ganz ruhig. Setz Schwein. Arnold für den 1729. Schick uns mal bitte hier in die Einsatzörtlichkeit, eine RTW. Wir haben eine Person, die hier eine Treppe runtergestürzt ist. Was machst du denn hier? Augenscheinlich Verletzungen im Gesicht. Hier, bleib mal sitzen. Hey. Alles gut. Hey. Ganz gut. Ich glaube, mich hat einfach irgendwer geschubst. Ich habe keine Ahnung. Okay. Wer hat dich denn geschubst? Keine Ahnung. Ich war hier spazieren. Ich weiß nicht. Ich bin von da gekommen. Also, du warst jetzt hier nicht alleine? Oben sind irgendwelche. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Okay, wir haben jetzt erstmal einen Rettungswagen alarmiert. Hast du irgendwas dabei? Ausweis? Ja, gib mal bitte. Während Stefan Sindera und Paul Richter ebenfalls am Einsatzort eintreffen, versuchen die Kollegen, den Hintergrund des Unglücks zu ermitteln. Doch der offensichtlich verletzte Mann will auffallend eilig den Tatort verlassen. Ist alles okay. Setz dich schon mal hin, der RTW kommt. Wir haben ich brauche, glaube ich, gar keinen Arzt. Alles gut. Lass mich einfach gehen. Setzen Sie sich ruhig mal hin. Ist schon okay. Wir gucken uns mal oben um. Nee, oben waren wir noch gar nicht. Wir wissen noch gar nichts über die gemeldete Freiheitsberaubung. Ja, pass auf, die sagen mehrfach, habe ich gehört. Ne? Ja. Der sprach von mehreren. Arnold, das heißt, wenn der gleich eintrifft, würde ich sagen, gehen wir dann zusammen hoch. Also für den 1729. Ja, ich höre auf. Über den Notruf wurde eine mehrfache Freiheitsberaubung und Körperverletzung gemeldet. Sofort ist klar, die Beamten haben es hier mit einer Gruppe extrem gewaltbereiter Jugendlicher zu tun. So, ich höre Schreierei. Ja. Ja, geil. Auseinander. Was ist hier los? So, zwei mit mir! Ich hab sie angerufen, mein Freund, der sitzt da oben. Sie haben uns angerufen? Ja, komm, ich hab. Was ist mit dem Freund hier? Wo ist er denn? Der sitzt da oben und ich schlage. Komm, rein, noch hier. Bleib hier, okay. Bleibt hier. Runter. Einmal runter. Locker bleiben. Hau die Scheiße raus. Locker bleiben, alles gut, ganz ruhig. Los, brav. Los, weg, hier. Weg. Wie sind Sie gefesselt? Was machen die hier? So, umdrehen, umdrehen. Hinter die Wand. Was die gewalttätigen Jugendlichen mit ihrem Opfer vorhatten, ist noch unklar. Als die Beamten die Teenager unter Kontrolle haben, widmet sich Stefan Sindera dem Opfer. Doch das spielt die Situation ebenfalls herunter. Was ist mit dir? Wie geht's dir? Ja, alles okay. Alles voll okay. Ist kein Problem. Alles kein Problem? Wir sind nicht hier gefesselt, ne? Nein, das ist... Hast du das freiwillig mitgemacht, oder was? Ja, das ist hier einfach nur so unter einer Gruppe. So sieht's nicht aus, ne? Nur eine Clique und wenn man dann... Und wenn man halt hier sowas macht, das ist alles kein Problem. Die Beamten sind sicher, dass der misshandelte junge Mann aus Angst vor den anderen Jugendlichen schweigt. Daher befragt Paul Richter dessen Freundin unter vier Augen. Der Polizeioberkommissar hofft auf eine Erklärung der Melderin. Sie haben gerade gesagt, das ist Ihr Freund. Sie haben uns angerufen. Ja. Wir wollten heute was zusammen machen. Wir wollten in den Kletterwald und irgendwie war er total komisch. Ich habe mir abgesagt. Dann bin ich ihm hinterher und dann komme ich hier hoch. Er da drüben hat mich festgehalten und sehe halt, dass die irgendwie am Tätowieren sind. Die haben ihn ja vorher geschlagen und dann habe ich. Aber die scheinen sich ja zu kennen. Er schützt sie ja, diese Person, ne? Ja, den Tom, den kenne ich nur. Der ist bei uns auf der Schule. Wer ist Tom von denen? Der hockt. Da. Ja, okay. Die Kollegen werden jetzt die anderen Herrschaften auch abfragen, beziehungsweise machen das gleich gemeinsam. Jetzt sag mir mal bitte nochmal, ne? Ja, also das ist ja, wir kennen uns alle so, Schulkollegen und einfach hier so eine Clique und um dazu zu gehören, gibt es halt so ein paar Rituale, dass man sich halt die Haare so abkriegt. Ja, aber pass mal auf, wenn du das alles freiwillig machst, wieso müssen die dich dann fesseln? Das leuchtet mir nicht ganz ein. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen jetzt aus dem Ruder gelaufen. Ich hatte halt ein bisschen Schiss so von da, ich stehe da halt nicht so drauf, wenn man mir halt das dann so reinpiekst. Und deswegen habe ich halt jetzt dann so ein bisschen... Also du bist so masochistisch, dass du richtig den Schmerz willst, ne? Ihre Freundin sagt mir gerade, die haben mir noch die Haare abgeschnitten oder was? Ja, das gehört dazu, das ist jetzt auch nicht, das ist alles, das ist okay. Also, ist was können Sie jetzt dazu sagen, was hier passiert ist? Das war ein ganz normales Aufnahmeritual, das hat jeder von uns durchgemacht gehabt. Okay, Aufnahmeritual wozu? Für die Aufnahme in die Clique von uns.
Okay. Und Sie sind jetzt alle schon zugehörig zu dieser Clique und wollten ihn jetzt quasi aufnehmen. Ja. Genau. Und da gehört das Haarekürzen dazu. Ja. Da muss jeder durch einmal. Bei Ihnen aber schon was länger her, ne? Bei Ihnen sehr lange her. So. Ja. Er sagt, das war alles auf gegenseitigem Einvernehmen. Das gehört zum Ritual, das wollte er so. Wir sagen die jetzt auch gerade. Aufnahmeritual würde wohl dazugehören. Die hätten das wohl auch alle selber gemacht. Zumindest was das Haare schneiden angeht, ne? Wir wissen aber jetzt immer noch nicht, was mit der Person, die Treppe runtergestürzt ist. Ne? Ja, das ist die andere Frage. Was ist denn, wer gehört denn da? Gehört er noch zu Ihnen oder was? Der Herr, der die Treppe runtergeflogen ist? Den haben wir nicht gesehen. Nee. Haben Sie keinen gesehen? Nee, leider nicht. Strafrechtlich in dem jetzigen Stand der Ermittlungen ist es so, dass die Einwilligung für die Tätowierung erfolgt ist und die Einwilligung zum Haare schneiden. Das bedeutet, wir haben hier eigentlich in Bezug auf den Herrn Arndt gar nichts. Jetzt müssen wir natürlich noch die Freiheitsberaubung zum Nachteil der Melderin, Frau Böhmer, sehen. Sie wurde festgehalten von einer Unbeteiligten oder von einem anderen Beschuldigten. Und wir haben natürlich noch diesen Mann, der die Treppe heruntergestürzt ist. Das ist für uns ein Sachverhalt, der noch gar nicht geklärt ist. Was sollte das, ganz kurz, was sollte das werden? Auf seine Einwilligung. Das haben wir alle. Alle? Das hat keiner von denen. Also ich habe gerade mal nachgefragt, keiner von denen hat ein Tattoo. Du kannst denen also dann doch die Wahrheit sagen, die wollen dir doch nur helfen. Ich sehe doch, dass du lügst, ich kenne dich. Wir haben da einfach nur so ein, weil wir halt eine Gruppe sind, so eine Gemeinsamkeit. Hier, komm, steh mal auf ganz kurz. Warte mal, hier, ich lass mir hier, komm, zieh mal Jacke aus, zeig mir mal, ob du das auch hast. Das ist ganz neu, das haben wir jetzt nur eingeführt. Das und er ist der Erste, Versuchskaninchen. Sagt die Jungs auch. Wir haben ihn gefragt und er meinte, ja, ging fit so, also. Bei der Durchsuchung eines Klickenmitglieds stellen die Beamten allerdings fest, hier geht es nicht nur um eine möglicherweise unfreiwillige Tätowierung. Justin Böttger und Paul Richter sichern Spritzen und ein Tütchen mit Betäubungsmitteln. In der linken vorderen Hosentasche wurde allerdings dann noch was aufgefunden, eine weiße Substanz, eine dazugehörige Spritze. Er war relativ pumpig uns gegenüber. Für uns natürlich entscheidend, Punkt 1, was ist das für eine Substanz? Das wird von uns eingeschickt, wird dann analysiert. Wir stellen dann fest, was es ist. Und als nächstes muss er natürlich aufgrund des Verdachtes des BTM-Missbrauchs zu seinen Eltern geführt werden, da er noch minderjährig ist. Einmal zu der Gruppe rüber. Ja, die beiden bleiben hier. Die bleiben hier. Ja, also okay. Erstmal noch. Herrschaften, Sie kriegen von uns jetzt einen Platzverweiserteil. Das heißt auf Deutsch, Sie haben sich hier auf die Örtlichkeit nicht mehr aufzuhalten. Wenn Sie nicht zuwiderhandeln, gehen Sie in die Zelle. Haben Sie verstanden? Dann einmal diese Richtung Abflug. Nehmen Sie Ihren Müll mit. Stefan. Noch ahnen die Beamten nicht, dass ein Sanitäter Opfer einer Straftat wurde. Jemand hat ihn mit einem Elektroschocker niedergestreckt. Aber wir packen ihn ein, ne? Ja, er müsste nach Hause fahren, ne? Aber gemeldet war doch mehrfache Freiheitsberaubung. Ja. Das heißt, gefesselt habe ich jetzt ja nur ihn gesehen. Die Frage ist, was ist mit dem Typen, der die Treppe runtergeflogen haben ist? Haben die den vorher auch schon gefesselt oder irgendwie, ne? Verlad ihn ordentlich. Hey, Jungs, guck mal da hinten. Was ist denn da los? Hey. Jungs, was ist los? Ja, der ist hinter uns. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Ein scheiß Elektroteil, der ist darüber gelaufen. Ich muss mich mal ganz dringend um meinen Kollegen kümmern. Okay. Habt ihr den Ausweis noch von dem? Nee, Ausweis nicht, hat er wieder mitgenommen. Der Martins hieß der. Ja, Martins hieß er, ja. Elektroschocker. Ja, pass auf. Ja, hier ist die Tatwaffe. Wir haben einen Taser hier, Elektroschocker. Paul Richter informiert die Leitstelle über die dramatische Entwicklung. Dann heftet sich der Polizeioberkommissar gemeinsam mit seinem Kollegen Stefan Sindera an die Fersen des Flüchtigen. Wir fahren direkt zu dem nach Hause. Wollt ihr den Taser einsacken gleich? Ja, machen wir. Ja, aber der hat richtig Gummi gegeben, also der war richtig schnell weg. Das Motiv des mutmaßlichen Täters ist noch völlig unklar. Unterdessen ist der Zustand des schwerverletzten Sanitäters immer noch kritisch. Ja, die 1728 ist auf jeden Fall jetzt auf dem Weg zu der Meldeadresse des Täters hier, vorher geschädigt hat nach Treppensturz und hier Täter. Und dann müssen wir natürlich mal schauen, ob der eventuell zu Hause ist. Da die Adresse nur wenige Kilometer entfernt ist, haben die Beamten schnell erste Erkenntnisse. Diese sorgen bei ihren Kollegen jedoch für einige Irritation. Wir sind bei der Wohnanschrift eingetroffen von dem Martin. Wir haben eine Nachbarin getroffen. Die sagte, der wohnt hier schon seit längerer Zeit nicht mehr. Zu deiner Kenntnis mal und auch für Arnold, wenn mithört, der soll wohl bei seiner Lebensgefährtin untergekommen sein. Die heißt Hahn, wie der beschuldigte Tom eben, genauso gesprochen, genauso geschrieben. Die wohnt in der Nussbaumer Pfad Nummer 31. Wir warten jetzt noch kurz auf das Eintreffen des RTWs oder nach Absprache Rettungsdienst. Brauchen wir gar nicht so lange warten. Dann fahren wir nämlich direkt hier mit unserem Tatverdächtigen Richtung Wohnanschrift.
So, wir haben jetzt hier den 17-jährigen Tom Hahn, der jetzt hier beschuldigt dann von einem Strafverfahren ist. Das Strafverfahren, sprich Betäubungsmitteldelikt, richtet sich gegen ihn. Und deswegen werden wir ihn jetzt auch zu den Eltern fahren, damit wir die Eltern auch mit der Situation konfrontieren können, dass der Sohn, ich sag mal, ein Straftatverdächtiger ist und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn gerichtet ist. Das ist so jetzt die Grundsituation. Florian Winter und Justin Böttger machen sich umgehend auf den Weg. Nichts ahnend, dass sie an der ermittelten Adresse gleich überraschend auf den Flüchtigen treffen. Und dieser hat bereits das nächste Opfer gefunden. Ruhe, du Wichser, ey! Fernandes! Verpiss dich, Rechtsmann, ey! Hau ab, Mann! Ich hab nichts getan! Verpiss dich! Ganz ruhig, ganz ruhig. Bleiben Sie mal. Schau, was will der hier? Du zwingst mich zum Drogenverkauf! Junge, jetzt ist ruhig. Ganz ruhig, okay? Ich hab nichts Ruhe. Getan! Pass jetzt Ruhe! Ich sag dir, du echt! Die Beamten sichern zunächst den Verdächtigen, der für den Angriff auf den Sanitäter verantwortlich ist. Die Identität des zweiten Mannes ist noch unklar. Sie wohnen hier oder was? Ja, sicher, das ist mein Haus. Wie heißen Sie denn? Wie heißen Sie denn? Stefan Hahn. 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 Ja, wir haben da was im Auto, was Ihnen gehört. Ich bin direkt gerade eben nach Hause gekommen von der Arbeit und dann kommt er hier und wirft mich. Schlägerei zwischen den beiden. Schlägerei zwischen den beiden, ihn kennen wir. Guck mal. Da ist er. Ach, halt die Schnauze. Hey, natürlich. Sie gehen hier erstmal weg. Das ist natürlich, Herr hast du was gemacht, Mann. Quasi ganz der Vater von unserem Delinquenten, den wir im Auto haben. Der wohnt hier, oder was? Ja. Hallo. Der junge Mann hat bei dem Angriff Verletzungen im Gesicht erlitten. Paul Richter ordert deswegen einen Rettungswagen. Direkt danach informieren die Beamten den Vater über die Taten seines Sohnes. So, Herr Hahn, hören Sie mal zu. Wir haben den Sohn hier dabei. Vielleicht kommen Sie mal ein Stück näher. Die Situation stellte sich für uns wie folgt dar. Der junge Mann, hören Sie mal zu, der junge Mann hatte Betäubungsmittel dabei. Wir vermuten das zumindest. Die sind auch von uns sichergestellt worden. Dazu gehöre ich noch eine Spritze. Sie haben aufstehen. Hören Sie doch mal zu, was der Kollege Ihnen sagt. Betäubungsmittel. Also wir gehen von einer, das ist eine weiße Substanz in einem Tütchen. Wir wissen nicht genau, was es ist. Es wird von uns eingeschickt. Hier, wir haben noch... Das ist deine Schuld. Nie im Leben, ey. Halt's Maul, du Arschlauch. Ey. Wir haben noch zweimal BTM gefunden. Lass meine Kinder in Ruhe. Was hast du noch mal gerade? Zweimal BTM. Der ist ja Drogendealer. Ihr hattet doch eben auch schon BTM, ne? Ja, klar. Auch bei ihm oder bei wer? Bei ihm schon hier. Und er gleiche, auch, oder? Gleiche Verschlusstütchen. Ja. Die beiden jungen Männer haben offenbar mit Drogen gedealt. Noch wissen die Beamten aber nicht, dass noch jemand bei dem Betäubungsmittelhandel eine wichtige Rolle spielt. Er ist der Freund von meiner Tochter. Gut, wo ist Ihre Tochter denn? Und er hat schon öfters versucht gehabt, meinen Sohn mit reinzubringen in diese ganzen Drogengeschäfte. Und meine Tochter ist drin. Haben Sie niemals die Polizei angerufen, wo niemals gesagt hat, sich da irgendwie mal an einen richtigen... Weil ich das ich habe nichts davon geahnt. Ja. Ich habe doch nichts davon geahnt. Ja, wollen Sie jetzt ja doch sagen, das passt alles. Ist die Tochter dann auch da? Ja klar, natürlich ist meine Tochter da. Als aus dem Haus laute Rufe schallen, sind die Polizisten alarmiert. Im Keller spielen sich offenbar dramatische Szenen ab. Mutter und Tochter sind in höchster Gefahr. Messer! Messer! Messer weg! Hey! Messer weg! Nimm das Messer weg! Messer weg! Sofort weg da! Weg da! Weg da! Weg da von dem Messer! Geht ihr vor, ich sicher hier. Geht rüber. Gehen Sie da hinten an die Wand ran. Okay. Sind ihr noch weitere Personen? Ich bin verletzt. Um wen es sich bei dem Verletzten handelt, ist noch unklar. Bei genauerer Untersuchung der Sporttasche erhoffen sich die Beamten Hinweise auf die Identität des jungen Mannes. Neben Betäubungsmitteln und Bargeld sichert Paul Richter dann auch mehrere gefälschte Ausweise. Ach, von ihm alles oder was? Alles er. Hey. Ist ja wohl nicht zu fassen, ne? Herr Lombardi. Wie heißen Sie denn? Aus Italien, aus Frankreich. Marcel Wille. Ja, die haben mich einfach angegriffen. Die haben Sie angegriffen, weil Sie mit dem Messer benutzt haben. Hab ich gar nicht. Er ist das. Die sind einfach auf mich losgegangen. Wieso haben Sie denn 7 verschiedene Staatsbürgerschaften? Ja, keine Ahnung. Das sind scheiß Drogenfamilie, Mann. Bei der Beweissicherung spürt Stefan Sindera, dass der Sohn der Familie mit der Wahrheit herausrücken will. Der Polizeioberkommissar nimmt den Teenager beiseite und erfährt Unglaubliches. Die haben so eine Art Kartell aufgestellt. Kartell, wie muss ich mir das vorstellen? Die verlassen mich Drogen verkaufen, bezahlen mir einen guten Betrag Geld, verlangen, dass ich in der Schule die Leute rekrutiere, so nennen sie es, wollen hier die ganze Stadt damit versorgen. Aha. Also die wollen so einen richtigen Drogenring aufbauen, ja? Und dann sie haben mir große Sachen versprochen, dass ich gute Positionen besetze, reich werde.
Gutes Auto. Gutes Auto. Ja. Und aber und da sollst du deine ganzen Kollegen, die wir da vorhin getroffen haben, ja, das, wo ich meinen Freund rasiert habe, war gegen seinen Willen. Er hat sich nicht wie die anderen gefügt. Aber einmal drin kommt er nicht mehr raus. Das war das Aufnahmeritual in das Kartell. Jacke durchsuchen. In ihrer Verzweiflung haben die Mitglieder der Dealerbande versucht, die Schuld dem unbeteiligten Familienvater in die Schuhe zu schieben. Dessen Tochter lässt das nicht so einfach auf sich sitzen. Noch am Polizeiauto zieht die junge Frau sofortige Konsequenz. Ja, schon mal gehört. Erst versorgt er. Ganz gut. Sie können mit ihm reden. Schatz, ich habe nichts getan. Meine Mutter und ich, wir wurden bedroht wegen dir. Du hast meinem Vater geschlagen. Das ist alles dein Vater schuld. Der hat hier Drogen verkauft. Was? Du beschuldigst jetzt meinen Vater? Ich hab nichts gemacht. Mach mir halt alles zugegeben und das alles nur wegen dir. Ich will dich nie wiedersehen, damit das klar ist. Also wenn wir vom ersten Einsatzgeschehen ausgehen, da haben wir schon die Körperverletzung, die Freiheitsberaubung, gegebenenfalls eine gefährliche Körperverletzung durch diese Tätowieraktion. Dann hier vor der Haustür die Körperverletzung durch den Herrn Martin an dem Herrn Hahn, die Bedrohungslage im Keller durch den zweiten Täter, dann natürlich auch den Straftatbestand des Benutzens des Messers, Betäubungsmittel im großen Stile gelagert. Wir haben falsche Ausweisdokumente, wir haben Gelder aufgefunden, wo wir nicht wissen, wo die hingehören. Das wird also ein Riesenfass, was da aufgemacht wird und was beides natürlich oder was alles natürlich zu Lasten dieser drei Beteiligten erstmal geht, denn die waren alle mit dabei, auch wenn da einer von minderjährig war. Also ohne ist das nicht. Wir müssen natürlich darauf achten, dass am Ende alles ordentlich aufgelistet wird und das K ordentlich zugearbeitet wird und die werden am Ende dann den großen Schuh schnüren und ich gehe davon aus, dass das für alle Beteiligten mit Haftstrafen enden wird. Dann fahrt ihr mit ihm doch schon mal, weil er verletzt ist, zur Wache. Wir warten, bis die Kollegen da sind, übergeben den Tatort und dann ist alles durch. Gut. Ja, Tasche ist noch drin. Ne? Tasche ist drin, ich sichere die Tasche. Dann geh Justin ist hier und dann passt das. Bis später. Bis nachher.